Jetzt mache ich zuerst die eine Seite. Dafür mache ich jetzt eine Basisseite. Und zwar, ihr habt ja euer Basisteil mit den ups, ich gehe mal ein bisschen hoch, damit ihr das besser seht. Mit den zwei Klebelaschen. Dann nehmt ihr euch jetzt euer 9x6 Inch Teil. Dann brauche ich meinen Picker für das Klebeband abzumachen hier. So. Und das klebt ihr jetzt so aufeinander. Ich schalte vielleicht mal gerade meinen Autofokus aus. Vielleicht ist es dann ein wenig ruhiger. Nee, nicht wirklich. Also irgendwie finde ich es jetzt gerade ganz unscharf. Wartet mal. Ich hole mir mal mein Grid Paper. Vielleicht fokussiert sich dann ruhiger. Mal schauen, ob das Wert hat. So. Und jetzt legt ihr das einfach hier an. Ich mache mir jetzt gerade mal ein wenig Licht. Kante auf Kante. So. Jetzt habe ich hier einen kleinen Überstand. Manchmal, ja, bin ich ein Müh drüber. Dann nehme ich einfach meine Schere. Ihr könnt es auch mit dem Messer machen. Ich bin mit dem Messer total ungeschickt. Ich bin mit der Schere da besser und schneide mir das ab. So, das ist jetzt die Basisseite. So, das lege ich mir jetzt hochkant. Jetzt habt ihr hier so die, ja, Basisseite. Jetzt klebe ich mein 7x12 Inch Teil, was ihr hier habt. Also der große Teil hat ja hier hinten das Klebeband, der kleinere Teil hier vorne. Jetzt macht ihr euer Klebeband ab. Und klebt das kleinere Teil nach oben. Und das größere Teil klebt ihr jetzt so hier auf eure Basisseite drauf. Dafür nehme ich jetzt hier unten Flüssigkleber, weil Flüssigkleber ja, wie gesagt, komplett austrocknet und euer Tag da nicht hängen bleibt, und mach mir hier an die Unterseite einen schmalen Streifen Tacky Glue. So.
Und dann klebt ihr das bündig hier unten am Boden. Fest. So, dann drehe ich mir das Ganze rum. Und hier an die Rückseite kommt jetzt das Bellyband dran. Dann brauche ich jetzt das Obstsalat 2 Viertel mal 10 Inch Teil. Ich runde mir jetzt hier die Ecken noch ab. Gerade ich habe hier einen kleinen Grat am Papier. Das ist, weil ich mein Papier verkehrt herum genommen habe. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So. Und jetzt klebe ich das hier mittig. Relativ. Mittig. Ich bin ja immer ein Augenmaß mittig Kleber. So, hier drauf. So, und das ist jetzt schon die erste Seite. Also ihr habt hier eure Taschen und habt hier das Bellyband. So, und dann machen wir jetzt noch die zweite Seite. Nehmt ihr wieder euer für die Basisseite. So. Und das 6x9 Inch Teil und klebt es wieder. Wieder einen kleinen Mühüberstand. So. Und für das habt ihr jetzt nur noch eure Tasche dann übrig. Da runde ich mir jetzt an der hier auch wieder die Ecken ab. So. Und dann nehme ich mir zuerst die Seitenteile hier ab und klebe das Unterteil hoch. Ich habe hier noch so kleine Nupsis überstehen.
So, und das klebe ich jetzt an die linke Seite hier an. Auch wieder bündig. So, und das war's schon. Das ist jetzt die zweite Seite. Suchen. Also habe ich jetzt sechs Seiten. Wenn ihr fertig seid, also hier die Taschen, hier hinten das Bellyband und hier die größere Tasche und die vierte Seite zum Komplettgestalten. So, und dazu mache ich mir jetzt die Stack-the-Deck-Bindung. Die kennt ihr ja schon von meinem letzten Video. Die werde ich jetzt machen und ja, dann kommt das Ganze schon ins Cover und dann, ja, seid ihr schon fertig. Also die Stack-the-Deck-Bindung habe ich ja das letzte Mal schon erklärt, wie ihr die macht und ja, das Ganze ist ja immer gleich, nur dass ihr die Höhe anpasst von euren Seiten. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und ich zeige euch dann wieder das, ja, komplette gestaltete Album. Bis dann. Tschüss.